Magie ist kein Ponyhof. Mysterien, Mindfuck und Magie. Folgt uns in die Zwischenwelt. Heute geht es um magische Initiationen und ihre Konsequenzen. Ich habe gerade sehr aktuell, lese ich das Buch von Gordon White, einem britisch-australischen Magier. Unglaublich genialer Typ. Macht dort den Blog und Podcast Runesoup, extrem zu empfehlen. Welches Buch liest du? Chaos Protocols. Chaos Protocols. Ja. Und das beschäftigt sich sehr, sehr stark mit dem Thema Initiation. Und ich muss geradeaus sagen, es ist echt der beste Beitrag zum Thema Initiation, den ich bis jetzt gelesen habe. Okay. Der Beitrag von Kite, einem englischen Magier aus Wales, den wir im Visionarium 2, den haben Mysterium wir der Anderswelt, interviewt haben, geht schon in eine ähnliche Richtung. Also das Interview, das wir mit ihm geführt haben, und er schreibt auf seinem Blog, also Kite schreibt auf seinem Blog auch sehr viel über das Thema Initiation, aber Gordon White setzt meiner Meinung nach echt noch einmal einen Level auf, schon ein sehr hohes Niveau drauf. Hat mich sehr geflasht, taugt mir extrem. Brutal ehrlich, sehr, sehr direkt. Beginnt auch gleich den Abschnitt, es geht um Becoming Invincible, also sich unbesiegbar machen. Und der das Kapitel beginnt mit den Worten Magic done properly will destroy your life. Ja, ich glaube, viel besser kann man es nicht sagen. Ja, ja. Er fügt noch hinten hinzu, it's a feature, not a bug. Ja, okay, damit hat er auch nicht ganz unrecht. Aber brutal ehrlich und über das werden wir heute ein bisschen reden. Ja, wir haben in dem Kanal ja immer sehr flapsige Beispiele, wir nehmen sehr viel mit Humor und sagen, boah, das war heftig und so, aber das heißt natürlich nicht, dass Magie immer ein Zuckerschlecken wäre oder dass das lustig wäre oder so. Ganz im Gegenteil, das kann natürlich auch einen wirklich komplett durch den Fleischwolf drehen und das Leben auf den Kopf stellen. Ja, wollen wir mal aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen und natürlich auch nicht todernst, weil Galgenhumor ist natürlich auch immer wieder eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Definitiv, ja. Aber um auch einmal klarzumachen, ja, dass das halt nicht immer die Zuckerschlecken und heile Welt und rosa Ponyhof ist. Ja, also für mich war eben der Aufhänger jetzt für die Sendung, dass ich das gelesen habe. Das ersetzt sich sehr stark mit dem Thema Initiation, Initiationsprozesse auseinander, auch mit diesen Klischees, die oft so vorherrschen. Naja, ich habe ja jetzt irgendein Initiationsritual gemacht, ich bin jetzt initiiert. Na, mit einem Initiationsritual beginnt der ganze Initiationsprozess, der sehr lang laufen kann. Wenn man Magie anwendet, das ist so wie wenn man ein Leuchtfeuer oder eine Leuchtrakete sozusagen in die Anderswelt schickt und irgendwann antwortet die Anderswelt und die Anderswelt antwortet meistens nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie man sich das vielleicht sehr naiv wünscht, also so dieses, oh, ich lebe gemütlich mein Leben, sehr geordnet, sehr strukturiert und gelegentlich mache ich ein bisschen Sigillenmagie und gelegentlich beschwöre ich irgendeine Wesenheit. Das kann funktionieren oder sehr lange gut gehen in den meisten Fällen, wenn man tatsächlich in der Anderswelt anklopft und nicht so oberflächlich. Dann kann die Anderswelt sagen, herein. Also ja, oder einfach die Tür eintreten und dastehen. Ne? Ja, also ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen von einer authentischen Initiation, dass sie erschreckend ist. Dass sie völlig unvorhersehbar ist eigentlich, auch wenn sie in einem gesicherten Rahmen passiert, aber sie nimmt einen so mit und erwischt einen auf eine Weise, wie man es nicht erwartet hätte. Und man muss eigentlich, um damit klarzukommen, neue Aspekte von sich zum Vorschein bringen, das ist ja auch der Sinn davon, aber ja, es ist eben nicht so, man macht schneller mal eine Initiation. Es ist halt eben oft so, man klopft bei der Anderswelt an oder bei seinem höheren Selbst oder wie auch immer man das nennen mag, bei seinem Holy Guardian genau, Angel. Ja. Wenn der antwortet, dann antwortet er so, dass er sagt, hey, okay, du willst
dich mit Magie beschäftigen, du willst dich auf den Weg der Illumination begeben, du bist ein Vermittler zwischen den Welten, wie auch immer, dann mache ich aus dir den Menschen, der du sein musst, um das tun zu können. Und nicht, oh, ich werde dir alles ermöglichen, damit du faule Sau gemütlich auf dem Bett liegen kannst und lustig mit dem Zauberstab durch die Gegend fuchtelst und dir alles auf dem Silbertablett serviert wird. Und ja. Es ist ähnlich im Drehbuch auch. Da gibt es so dieses Modell, what a hero wants und what a hero needs. Das kann zusammenfallen, aber sobald er sich auf den Weg begibt, setzt er Dinge in Gang oder das Schicksal beschert ihm das, was er braucht. Und es kann gut gehen, dass das auch dann mit dem zusammenfällt, was er will, und im Normalfall, oder wenn es gut geht, kriegt er dann sogar mehr, aber es ist selten lustig. Außer für uns Zuschauer dann halt. Ja, oder auch dann halt tragisch mitunter. Aber das ist eben so ein bisschen der springende Punkt, auf den ich immer wieder hinweise, also wenn es Leute gibt, die mit Magie beginnen wollen, oder wenn Novizen anklopfen, die in den magischen Netzwerken, in denen ich unterwegs bin, und sozusagen, oh, ich will jetzt initiiert werden oder ich will jetzt eine magische Ausbildung beginnen, wie auch immer. Das Erste, was ich mache, ist, mir die Leute wirklich zu warnen vor dem. Also weil eben, da war ich genauso, wir haben alle angefangen mit, eben mal, ich will einfach mein Leben ein bisschen lustiger machen oder ein bisschen einfacher machen. Ja. Ein bisschen zaubern halt und das Leben. Und dann erwischt sich halt. Und Beziehungen können in die Brüche gehen, Jobs gehen verloren. Das familiäre Umfeld kann extrem unverständnisvoll darauf reagieren. Das ist vermutlich ein Wort. Ich mag da diesen Sufi-Spruch, langsam, langsam, es eilt. Und es gibt eben dann mehrere Wege zur Initiation, es gibt eben so die, oder mehrere Wege Magie zu betreiben, so dieses sehr strukturierte, so diese logenartige Magie, dass man da jahrelang sich Zeit lässt. In diesem Sinn hat das sehr viel für sich, weil man muss das alles integrieren einmal und man glaubt oft, das geht schon. Und dann kommen die Folgen von Dingen, holen einen manchmal halt Jahre später erst ein, dass man in dem Moment gar nicht realisiert hat und gerade in dieser jungen Sturm- und Drangzeit nach vorne rennt und noch ein Ritual und hier noch was und dort. Ja. Das nennt man die Winkeltradition auch. So, das ganz streng nach Protokoll oder nach heiligem Buch vorgesehene Fortschreiten und Abhalten von Ritualen, im Gegensatz zur Zirkeltradition. Man einfach nur mal schaut, was passiert. Ne? Ja, das ist so schlimm, ist auch nicht. Aber, ja. Und es hat eben so, also gerade in diesen strengen Systemen, dann, da ist Magie auch auf sehr konkrete Zeitpunkte begrenzt und eingegrenzt. Und an dem einen Tag, zu der einen Stunde, in dem geschützten Rahmen kann ich mich fallen lassen und erlauben, dass Magie stattfindet. Und dann ein Jahr später vielleicht wieder. Und dann eben im Gegenzug die andere Traditionen. Völlig egal, welchen Weg du gehst, die Auswirkungen können halt sehr, sehr heftig sein. Und davor warne ich eben immer wieder Leute, Novizen, die anfangen. Ich habe noch keinen Novizen gesehen, wo nicht die Beziehung in die Brüche gegangen ist, zum Beispiel, die besteht, wo nicht der Job verloren gegangen, wo die Leute nicht den Job verloren haben. Mir würde jetzt spontan niemand einfallen, den ich die letzten 10 Jahre beobachtet habe, wo alles so auch, alles ist lustig, alles geht glatt, sondern es kommt immer irgendwo, manchmal früher, manchmal später, also manchmal mit der Entscheidung, den Weg zu beginnen, kommt schon die erste Krise sozusagen. Bei manchen dauert das 1-2 Jahre, aber es lässt keinen unberührt. Die meisten Leute kommen auf der anderen Seite dieser Krise geheilter, in einer besseren, reineren sozusagen Version von sich heraus, also so im Sinne eines alchemistischen Prozesses. Die Weltbilder verändern sich komplett, Leute verändern ihre politischen Meinungen völlig. Körperliche Veränderung teilweise auch ganz massiv. Beginnen einfach völlig andere Weltbilder zu vertreten, von streng monogamen Weltbildern zu polyamoren Weltbildern. Das ist bei dir passiert. Genau, einer von den großen Umstellungen in meinem Leben. Sehr viel ideologische Dinge aus der Erziehung, die einfach wegbrechen. Und das kann unglaubliche Krisen hervorrufen, weil wir
auch in unserer Gesellschaft kaum vorbereitet sind auf solche Umbrüche. Wir sind irgendwie darauf vorbereitet, ja, wir gehen durch die Schule, dann machen wir eine Ausbildung, dann machen wir einen Job. Den Job behalten wir im Idealfall 40 Jahre lang. Jetzt sind wir da schon ein bisschen flexibler und man kann sich schon vorstellen, dass man mal in eine andere Stadt zieht oder vielleicht alle 10 Jahre mal in einen anderen Job wechselt. Aber wir sind alle nicht darauf vorbereitet, was das Leben für einen manchmal bereithält und dass diese strengen Strukturen, die wir versuchen, einem chaotischen, ständig sich verändernden Universum und Leben aufzustülpen, dass das schlicht und einfach nicht mehr funktioniert. Und das funktioniert schon gar nicht, wenn man den Weg des Magiers geht, wo morgen die Welt vollkommen anders ausschauen kann als gestern und übermorgen. Ja, ich glaube, es ist eine ganz elementare Erfahrung, diese neuen Weltbilder oder Fähigkeiten und Aspekte, die man freischaltet sozusagen von sich, überhaupt einmal zu integrieren und zu merken, was das dann mit einem macht. Ich weiß auch, bei mir war es schon lang her, aber ich kann mich erinnern, als ich in meiner Wohnung stand bin und mir überlegt habe, ich hätte gern irgendwie so einen magischen Tempel, in dem ich zaubern kann und meine magischen Gegenstände alle da. Aber es geht ja nicht. Und gleichzeitig ist so ein Bild aufgetaucht von meinem geistigen Auge, wie ich die Wohnung umräume und irgendwie Platz mache dafür. Aber ja, meine Ex-Freundin war halt nicht mehr da in diesem Bild und die haben gesagt, ja, das sind halt jetzt nur solche... Also deine damalige Freundin. Ja, genau. Also ich wollte es nicht wahrhaben, sozusagen. Naja, ein paar Monate später ertappe ich mich dabei, genau wie ich das so umräume, genau so, wie ich es gesehen habe, weil wir uns getrennt haben und weil das einfach nicht mehr vereinbar war. Es war natürlich unglaublich schwierig und eine gewaltige Probe. Ja, generell Beziehungen sind da eines der Hauptspannungsfelder, merke ich. Ja, klar. Das müssen keine negativen Trennungen im Streit und Chaos, sondern wo man einfach dann merkt, okay, es gibt Dinge, die passen, man passt nicht mehr zusammen oder die Wege trennen sich einfach, zumindest für längere Zeit, vielleicht führen sie irgendwann wieder zusammen. Oder die Beziehung war dann genau für den und den Zweck da, um bestimmte Dinge zu lernen und Erfahrungen zu machen. Nicht nur, aber halt auch. Es ist mythologisch gesprochen ein Schwellenhüter. Das ist ein Archetyp, der immer so am Rand zur Anderswelt steht und dem Helden den Zutritt verweigert. Das kann auch der Palastwächter sein. Und dessen Funktion ist es, den Helden zu prüfen, ob er wirklich bereit ist dazu. Das ist ja auch ein wichtiges Element bei vielen Initiationsritualen, dass man wirklich bekräftigt, ja, ich will das. Manchmal wird man auch reingeworfen vom Leben, also bei schamanischen Geschichten häufig so, aber dann gibt es die Initiationskrise als Schwellenhüter. Und erst wenn man das wirklich bekräftigt hat und immer wieder und vor allem, glaube ich, gerade in solchen Krisen sagt, na, das ist das, was ich will, bis man es wirklich 100%ig will und nicht zu 99,9%, dann sagt der Schwellenhüter, ist in Ordnung. Ist gut, ja, jetzt kann es passieren. Ja. Und dann kommt man eben gereift auf der anderen Seite wieder hervor. Es ist nicht unbedingt lustig. Na, definitiv nicht. Das ist auch einer der Gründe. Ich meine, wir sind Menschen, uns spült es auch immer mal wieder durch. Deswegen schauen wir vielleicht manchmal nicht ganz so fit aus auf den Videos. Das ist eine Folge von dem, was wir machen. Magische Rohrkrepierer ist auch so ein Stichwort. Das ist auch, wenn man sich auf den Weg macht und was Neues lernt, macht man natürlich Fehler. Und die Rückstöße, die gehören natürlich dazu. Ja. Ich habe einmal einen Magier interviewt, auch für das Sonderheft von Visionarium, über magische Rohrkrepierer. Das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Du hast ihn gekannt. Ja, ja. Lange Geschichte. Also der Hauptding in diesen magischen Rohrkrepierern, die Geschichte, die ist halt ein bisschen, er ist mit einer Rauchgasvergiftung am Ende im Krankenhaus gelegen mit seiner Freundin. Es ging darum, dass er jemanden verfluchen wollte oder ein Ritual gemacht hat, um jemanden zu verfluchen mit seiner damaligen Partnerin. Warum, sei mal dahingestellt, das kann man nachlesen, wenn er es überhaupt wusste, was er da tut. Und er hat dazu einen Feuerdämon beschworen und kabbalistische Traditionen oder Wesenheiten auch. Und hat da diesen Fluch ausgesprochen und dann sind sie
dann sehr erschöpft zusammengebrochen, sind ins Bett gefallen und eingeschlafen. Und irgendwie 2 Stunden später wachen sie auf und der Fernseher, der im Zimmer steht, steht in Flammen. Und das war so ein, das sind so ein alter Röhrenfernseher gewesen, der nicht am Stromnetz gesteckt ist, sondern der dort einfach ein Staubfänger war seit Jahren. Und in der Nacht, wo er einen Feuerdämon beschwört, um jemanden zu verfluchen, implodiert der Fernseher und steht in Flammen. Und ja, es war so Zentimeter von den Vorhängen entfernt, dass die zum Brennen anfangen. Wenn die brennen, dann brennt das ganze Haus. Ja. Und ja, er ist halt 2 Minuten vorher aufgewacht, bevor das dann eskaliert ist alles. Mit der Folge, dass er dann im Krankenhaus lag mit der Freundin. Solche Geschichten. Also das war, weil der Feuerdämon irgendwie nicht gebannt wurde. Ja, das es war halt ein total wildes, so wie ich das verstanden habe. Er hat sich nicht verabschiedet. So ein wild zusammengewürfeltes Ritual aus vielen verschiedenen Traditionen. Und es gab dann schon eine Bannung und eine Verabschiedung, die war aber auf diese kabbalistischen Wesenheiten gemünzt. Mhm. Und der Feuerdämon, die hat er jetzt verabschiedet. Na gut. Er geht schlafen aus irgendeinem Grund. Meine Aufgabe ist es, das Ritual mit Feuer anzuheizen und mit Energie. Alles klar. Wo ist das nächste Ding, das brennt? Er war nicht adressiert und hat noch seinen Job erfüllt. Genau, wo ist das nächste Ding, das brennt? Oh, der Fernseher, ne? Oh, nehmen wir vielleicht das ganze Haus auch gleich. Ja. Denn das sind jetzt magische Rohrkrepiere, ja. Also Dinge, die in der Magie einfach schiefgehen können. Das war halt ein dummer handwerklicher Fehler. Oder es war halt eine bewusste Lektion für ihn, hey, spiel dich nicht so blöd mit bestimmten Dingen. Was man so macht als Magieanfänger. Und da haben wir alle so unsere Erfahrungen. Ich habe in der Sendung über Hypnose und dem Teufel erzählt, wie ich jetzt so mal so einen Schuss vor den Bug bekommen habe. Ich bin mir sicher, da hat jeder mindestens eine Geschichte zu erzählen, meistens mehrere. Also teilt uns bitte mit, wie es euch da geht. Ja, was gehört noch dazu? Wovor sollte man noch warnen vielleicht? Warnen, weiß ich nicht, aber einfach mal bewusst machen, dass es ein steiniger Weg sein kann, dass so die Heilsversprechen, die manche Leute da in den Raum stellen, oder so diese Kitsch-Esoterik, es kann sehr schnell zu Fehlannahmen kommen in der Magie oder in diesem ganzen spirituellen Kontext, wenn man das so nennen will. Was gibt es noch? Ja, Initiationen. Tabubruch. Wollte ich gerade sagen. Also einer der wesentlichen Punkte in initiatorischen Prozessen oder initiatorischen Ritualen sind oft Tabubrüche. Weil es um dieses bewusste Ausbrechen aus einem strengen System geht, aus dem Weltbild. Mhm. Es gibt eben historisch sehr viele Traditionen, wo im Kontext eines initiatorischen Rituals eben mit einem der Initiat einen Tabubruch begehen muss, sozusagen. Um sozusagen die Grenzen seiner Welt zu verlassen, auszubrechen. Zu sprengen, ja. Um eine neue Perspektive, um auch die andere Seite zu verstehen, um eine neue Perspektive hineinzubringen. Es gibt zum Beispiel bei den Skull and Bones, das hat Andreas von Rethe ein Buch geschrieben, das ist eine amerikanische... Fantastisches Buch, sehr, sehr beklemmend. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, die Skull and Bones gibt es, und die sind extrem einflussreich an der Yale University. Und was genau passiert hinter verschlossenen Türen, im Tomb, der Gruft, das weiß man nicht, aber es dringen immer wieder mal Dinge nach außen. Ja. Und es dürften auch ganz stark mit Tabubrüchen gespielt werden. Mhm. Ich meine, allein die ganze Ästhetik von Knochen und Schädeln. Und Tod, ja. Was ja auch immer, der Tod, der oft ein Thema in Mythologie oder in mystischen Traditionen ist, die Auseinandersetzung mit dem Eros, mit dem Tod. Und jetzt sind gerade speziell der Tod und Sexualität in den meisten Gesellschaften in irgendeiner Art und Weise mit einem Tabu behaftet. Vor allem in Amerika. Natürlich, gerade in Amerika. Und, ich meine, es geht ja auch um einen Tod des alten Ichs und eine Geburt des Neuen. Und es gibt auch Berichte, dass die teilweise in einem Sarg liegen, masturbieren und ihre schlimmsten Geheimnisse erzählen dabei, während alle anderen zuschauen. Was natürlich auch ein späteres Druckmittel ist. Und so. Oder sein kann zumindest, oder so interpretiert wird von Leuten, die sich das jetzt anschauen. Aber es geht einmal in erster Linie, und das ist meine Kritik an solchen verschwörungstheoretischen Autoren oder so weiter, wobei ich ihn jetzt nicht unbedingt dazu zähle, aber diese ganze Verschwörungsszene, dass viele dieser Prozesse, die in solchen Konstellationen passieren, einfach nicht verstanden werden. Das wird aus einem, eben aus dem... Sehr effekthascherisch eigentlich. Ja, oder es wird eben aus diesem nicht-initiatorischen Weltbild beschrieben. Da wird ein Tabubruch begangen. Das ist das Schlimmste, was, oh Gott,
Monster und so weiter. Sittenchristlicher Blick drauf. Ja, wobei man dazu sagen muss, Andreas von Rhetti macht das genau nicht. Also der beschreibt das sehr, sehr neutral, aber ja. Aber das ist eben so die Problematik, warum, da können wir vielleicht über Geheimhaltung sprechen, warum solche Organisationen mitunter mit so Geheimhaltung behaftet sind. Weil sie mit Tabubrüchen spielen, weil sie mit Dingen spielen, die in unserer Gesellschaft manchmal nicht so gern gesehen werden, ob jetzt zu Recht oder nicht, sei dahingestellt, oder ob es dann tatsächlich da Verbrechen gibt, auch nochmal eine andere Sache. Aber einmal grundsätzlich das Spiel mit dem Tabu oder den tatsächlichen Tabubruch, den verstehen so quasi die Menschen, die diesen Weg nicht gehen, nicht. Und deswegen gibt es da oft diese Geheimhaltung um diese Organisationen. Dass damit dann viel Missbrauch gemacht wird, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber nur um mal auch ein bisschen den Hintergrund zu erklären, was da in solchen, in solchen Situationen passieren kann. Ja, was gibt es? Also so dieses, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Also ich glaube, es ist genau das, worauf Gordon White ja auch hinaus will in diesem Become Invincible. Ich habe einmal gehört, wie er in einem Podcast erzählt hat, das ist eigentlich der wichtigste magische Akt, den man machen kann. Insofern, als dass man dadurch begreift, verdammt nochmal, die Welt ist magisch. Er schlägt vor, als wie soll ich sagen, etwas überzeichnetes Beispiel, so man schnappt sich eine Handvoll Freunde, ein Weir-Brett, bricht in eine verlassene Irrenanstalt ein und beschwört irgendwelche Geister herauf. Also scare yourself shitless. Aber es geht darum, so die Zahnpaste ist aus der Tube draußen, sie geht nicht mehr rein, du merkst, okay, da ist was. Das kann ich mir so im bisherigen Weltbild nicht mehr erklären. Das bedeutet aber auch, dass ich Bewusstsein bin, dass mir eigentlich nichts passieren kann. Das ist eben der gerade bei Gordon, er ist da mitunter sehr radikal und ich kann das durchaus nachvollziehen. Das ist eigentlich so der erste Schritt, den du tun solltest. Nicht beschäftig dich jahrelang mit Magie und sonstigen Dingen, sondern okay, dich interessiert das Thema. Spring ins Wasser. Spring ins Wasser, lern schwimmen oder geh unter. Wobei er auch sagt, du musst im Prinzip den Rest deines Lebens nichts anderes mehr machen, magisch, aber den Schritt mach. Nur die Erfahrung zeigt halt, dass dann, wie gesagt, die Anderswelt eben auch bei dir anklopft. Anderer radikaler Schritt sind auch, also so quasi, wenn du nicht das machst, dann hau da psychedelische Drogen rein. Und zwar in einer sehr großen Menge. Was sagt der Terence McKenna so? Psilocybin-Pilze getrocknet 5 Gramm, ab dann reden wir mal so. Alleine in einem dunklen Zimmer. Ja, kann man auch drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Das heißt nicht, dass wir das alles empfehlen, oder dass Gordon White das empfiehlt. Nur als überzeichnete Beispiele. Es geht darum, wirklich eine Schwelle zu überschreiten. Nicht den See ins Wasser zu halten, sondern zu sagen, okay, wenn ich Magie betreiben will, dann führt kein Weg dran vorbei. Dann, also machen wir es gleich gescheit. Dann richtig, genau. Aber dann muss ich eben wissen, dass es Konsequenzen gibt. Und die Konsequenzen sind in gewisser Weise auch Teile des Schwellenhüters, die mich auffordern, eben so, okay, du wolltest das, jetzt komm damit klar. Jetzt zeig anhand dessen, was dir passiert, wie du damit umgehst. Genau. Und so, das ist eigentlich die einzige oder die wichtigste Lektion, die ich meinen, das, was du gerade gesagt hast, auf dies ankommt. Es ist nicht so, dass das irgendwann vorbei ist. Es ist nicht so, du musst eine Prüfung bestehen und danach ist alles gut, sondern schön wär's. Ja, nein, sondern du musst einfach anhand deines Lebens immer wieder mit den Konsequenzen umgehen. Du bist mit einer Herausforderung konfrontiert. Wende das an, was du gelernt hast, auf diese Herausforderung. Und dann kommt, wie das Leben halt so spielt, irgendwann die nächste Herausforderung. Die nächste Beziehungskrise, der nächste Umzug in eine andere Stadt, der nächste tragischer Unfall oder auch was total Positives. Wie gehst du mit diesen Sachen um? Drehst jetzt völlig ab und kriegst irgendwie einen Ego-Größenwahn? Oder wirst depressiv oder sonst was? Ja, wie gehst du mit diesen Situationen um, was du schrittweise lernst? Meine Erfahrung ist, dass man auch wirklich immer nur mit so viel konfrontiert wird, was man auch verarbeiten kann. Ja, aber die Grenze, was man verarbeiten kann, liegt weit hinter dem was man glaubt, dass man verarbeiten kann. Das ist, oder was man gerne hätte, dass man verarbeiten kann. Das ist halt so, es ist nicht angenehm immer, sondern es
kann einfach auch mal richtig scheiße sein. Ja, und für viele ist es ja tatsächlich so spektakulär, dass es eine Nahtoderfahrung ist. Oder eben bei dir war es diese außerkörperliche Erfahrung. Die wirklich nicht lustig war. Ja. Ja, so schön und lustig außerkörperliche Erfahrungen manchmal sein können. Die war es nicht. In irgendeiner Sendung spreche ich darüber. Secret Origins. Kann sein. Glaube ich, ja. Also, und gleichzeitig wird oft berichtet, dass genau solche Erlebnisse auch die Fähigkeiten mit sich bringen, die man sich bewusst oder unbewusst gewünscht hat. Also sozusagen, man wird in die Anderswelt geworfen und bringt von dort aber wieder Fähigkeiten mit. Dass viele Leute, die eine UFO-Begegnung gehabt haben, auf einmal heilerische Fähigkeiten bekommen oder plötzlich starke Empathie entwickeln oder hellsichtig werden oder was auch immer. Ich habe einmal einen ehemaligen Geheimagenten interviewt für Visionarium, der eine Nahtoderfahrung gehabt hat, 28 Tage im Koma gelegen ist und zurückgekommen ist und seither unfassbar hellsichtig ist. Ich kenne Er wurde dann ja auch eingesetzt mit diesen Fähigkeiten bei Verhör. Später, ja, aber er ist durch die 28 Tage Koma hat er seinen Geruchssinn verloren, war invalide und das war eine Möglichkeit, dann rauszukommen aus dem Geheimdienst. Aber hat halt diese Fähigkeiten jetzt für andere Sachen. Das war halt so wirklich so eine Entscheidung jetzt. Entweder gehst du den alten Weg weiter oder stirbst du sogar oder gehst du, wenn du den neuen Weg gehst, musst du dein altes Ich hinter dir lassen und mit neuen Herausforderungen umgehen? Ne? Ja. Ich erinnere mich gerade, es gibt einen Film mit der Jodie Foster, den ich sehr gut gefunden habe, Die Fremde in mir. Sagt man irgendwas. Sie wird im Central Park überfallen mit ihrem Freund und misshandelt und zusammengeschlagen und ihr Freund stirbt auch und so. Mhm. Und sie, um mit dem Trauma klarzukommen, beginnt sie so Selbstjustiz zu üben. Okay. Es ist ein sehr kontroversieller Film und es ist spannend, dass halt einmal die Frau die Rächerin ist und die daran eh auch zerbricht, aber sie findet halt keine andere Möglichkeit. Und da gibt es einen Satz, der mir sehr hängen geblieben ist, wo sie reflektiert und sagt, ich krieg's nicht mehr wörtlich hin, aber... How did you pull it back together after what happened to you? You become someone else. Ihr altes Ich kann damit nicht klarkommen. Um zu überleben, muss sie eine andere werden. Das ist der Sinn eigentlich von einer Initiation. Das muss jetzt natürlich nicht immer so dermaßen spektakulär sein und mit Nahtoderfahrungen und allem. Aber vom Prinzip her geht es darum, eben neue Aspekte oder ein völlig neues Ich hervorzuholen. Jeff Crapple hat ja auch in unserem Interview auf Crop FM, das wir verlinken werden, falls ihr es noch nicht gehört habt, sehr zu empfehlen. Jeff Rappel, toller Typ. Er nennt es Losing Worlds, also quasi Weltbilder verlieren. Und zwar nicht nur eins, sondern zumindest zwei oder drei. Ja. Also wenn du es nicht schaffst, als Mensch mehrere Weltbilder abzulegen, um zu lernen, dass es eben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt gibt, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen, machst du irgendwas falsch. Einfach gesagt. Ja, ja. Und das war ursprünglich auch der Sinn von Initiationsritualen in Stammesgesellschaften, um das ganz bewusst herbeizuführen, weil das eben zur menschlichen Erfahrung dazugehört oder wichtig ist. Und in unserer Gesellschaft, wo es das einfach quasi nicht mehr gibt, also vor allem für Jungs nicht mehr, Frauen haben ihre erste Regelblutung, das ist eine Initiation. Sie wird halt mitunter nicht sehr begleitet. Ja. Und das hat aber es ist eine biologische Initiation, die ist einfach da. Und bei Jungs, ja, weiß nicht, erste Zigarette, Bundesheer, alles, das sind keine, das ist nicht einmal ein Ersatz. Und es ist auch laut vielen, vielen Psychologen unendlich wichtig, dieser Schritt vom jungen Menschen zum Erwachsenen. Und das fehlt meistens. Und deswegen werden teilweise auch so Ersatzinitiationen gesucht, Mutproben, irgendwas. Was ja auch wichtig bei Gangbildungen sind ja diese Tabubrüche und Mutproben wichtig, um dazu zu gehen, um initiiert zu werden. Nur da fehlt halt der spirituelle Aspekt. Oder generell ein halbwegs sinnvoller Nutzen, außer kriminell zu werden. Also, ja, womit wollen wir mit dem Ganzen, worauf wollen wir hinaus? Lasst den Scheiß bleiben, ich weiß nicht. Das war das Einzige, was ich bei der Sendung nicht geplant hatte, worauf wir hinaus wollen eigentlich, außer drüber zu planen einmal. Ja, vielleicht
auch einmal, um klar zu machen, ja, auch wenn wir das Ganze sehr lockerflockig angehen und darstellen immer wieder, es ist ein sehr, sehr intensiver Weg. Und wichtig ist, glaube ich, dass man immer wieder so reflektiert, dass man... Ich habe jetzt noch eine Idee. Ja. Einen positiven Ausblick. Das ist schön. Im Sinn von, was kann man damit tun, um damit umzugehen? Mhm. Was ist denn dein, wie sagt man da auf der Go-To, also dein, was machst du, wenn du gerade mit einer Situation herausgefordert bist oder wenn du gerade merkst, so scheiße, die Situation ist gerade schwierig? Ja, oder? Freunde. Okay. Wirklich mit Freunden reden, spazieren gehen, mich auskotzen, versuchen das irgendwie im drüber reden zu reflektieren. Mhm. Das ist bei uns beiden noch ein ganz wesentlicher Prozess, dass wir eigentlich unglaublich viel Zeit damit verbringen, darüber zu reden und zu reflektieren, was in uns los ist, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Wünsche, so ein bisschen darauf basiert, ein bisschen unsere Freundschaft oder unsere Zusammenarbeit, dass es da relativ wenig Geheimnisse gibt oder relativ wenige Tabus, über die wir nicht plaudern oder wo wir irgendwie unehrlich sind, weil wenn du eigentlich die meiste Zeit in so einem Prozess bist, in so einem, nennen wir es jetzt mal, sehr antistrukturellen Prozess, also die Anderswelt zerlegt einfach Schranken, die zerlegt das einfach Strukturen. Das gehört dazu, ja. Das ist die Antithese zu unserer strukturierten genau. Welt. Genau. In dem Moment, wo du Angriffsfläche bietest, wird Magie irgendwie diese Angriffsfläche nutzen, um dir eine Lektion zu erteilen, um dir zu zeigen, oh, da könntest du noch was lernen. Um dich reifen zu lassen. Ja. Ja, aber das gehört durchgearbeitet. Ja. Und das, wir sitzen teilweise stundenlang im Park, gehen spazieren, wissen auch nicht weiter, brauchen ein Bier, um klarzukommen mit dem, was gerade wieder passiert ist. Kreativität ist ein zweiter Faktor für mich. Also ich muss Dinge, die mich so beschäftigen, dann einfach kreativ ausdrücken. Da entsteht dann eine neue Kurzgeschichte oder ein Auftritt oder irgendwie sowas. Mhm. Oder eine reiche und stark Folge. Um aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Das sind so die wichtigsten. Und Erdung. Erdung, 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 Erdung. Gutes für den Körper tun, mich im Körper wohlfühlen. Alles, was mir dabei hilft, einfach, ja. Also Massagen, Bäder, Sex, gutes Essen. Ja, genau. Genau. Okay. Ja. Und du? Ja, natürlich einige Sachen, die du da jetzt erwähnt hast, also eben auch unsere Gespräche. Für mich Bezugssysteme schaffen. Mhm. Ja, ganz wichtig. Irgendwie in meinem Kopf Sinn aus dem Ganzen machen, im Bewusstsein, dass vieles davon Paradoxer sind, die sich widersprechen, dass es eben nicht viel, manche Dinge geben einfach keinen Sinn, aber schon irgendwie mir mit, also ein ganz, ganz intensiver Reflexionsprozess, das gehört definitiv dazu, Pausen. Ja. Also funktioniert nicht immer so, wie ich mir das vorstelle, aber echt einfach mal zu sagen, hey, die nächsten 3 Tage mache ich nichts. Ich sperre mich in meinem Zimmer ein, ich schaue Serien, lege die Füße hoch, bestelle mir Pizza, meine Freundin kommt vielleicht vorbei. Aber da mache ich einfach gar nichts. Mhm. Außer faulenzen, Computerspielen, im Park spazieren gehen und einfach den Tag genießen. Jetzt habe ich halt einen Lebensstil, der das zulässt, muss man auch fairerweise dazu sagen. Das hat nicht jeder, aber in meinem Fall war das ja auch nicht so. Sondern also, Lebensstil war ja eine Konsequenz wiederum von einer magischen Entscheidung. Eben, ja, eben. Ich habe ja auch als Börsenhändler gearbeitet. Ich war halt 50, 60 Stunden die Woche im Büro. Ja, da kam dann Magie ins Spiel irgendwann und das hat halt dazu geführt, dass ich jetzt, diese Initiationskrisen haben halt auch geführt, dass ich umgekehrt aber auch die Zeit habe und einen Lebensstil führe, wo ich das machen kann. Mhm. Also es war nicht so, dass ich, das war eine Folge dessen. Ja. Ja. Gefühle rauslassen, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, war so ganz, ganz einfach ehrlich zu mir selber sein. So, mir geht es gerade scheiße, dann heule ich gerade und schrei, wenn es sein muss. Und ich merke einfach, ich werde Menschen gegenüber immer ehrlicher und also immer authentischer. Ja. Einfach so, mir geht es gerade nicht gut. Wenn es nicht damit klarkommst, ist das zwar blöd, aber es ist halt jetzt einfach gerade so. Nicht im Sinne eines egoistischen, rücksichtslosen Verhaltens, aber sehr lernen, meine Grenzen zu wahren, sehr lernen, Nein zu sagen, lernen, was ist für mich gerade wichtig, was mit meinen Ressourcen haushalten und einfach zu lernen, das geht jetzt gerade nicht oder das
kann ich gerade nicht machen oder boah, ich muss jetzt das tun. Oder was für mich ganz wichtig war, zu lernen, mich anderen zuzumuten. Auch ich habe früher oft so, na, das geht jetzt nicht, ich bin, keine Ahnung, gerade in Gesellschaft, im Freundeskreis und ich will ja nicht irgendwie mit meiner schlechten Laune irgendwie die Stimmung verderben oder so, aber inzwischen auch einmal so sagen, na, wenn es mir jetzt gerade nicht gut geht aufgrund irgendwas, dann ja, ich muss es nicht herausfordern. Aber ich muss den Leuten auch nicht auf den Sack gehen. Ja, aber es sind meine Freunde und denen darf ich das jetzt auch einmal zumuten. Und mir selber. Ja. Mir selber auch sagen, ja, so, und so lernt man auch, wie viel man selber überhaupt tragen kann. Ja. Ich glaube, das war für mich die wichtigste Lektion, wirklich zu sagen, nein, bestimmte Dinge gehen einfach nicht mehr. Ja. Ja. Was geht ist, dass ihr uns ein Like gebt. Den Kanal abonniert und ansonsten Buchtipps, weiterführende Links wie immer in der Videobeschreibung unten. Ja, empfehlt uns weiter, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat. Ja, ansonsten viel Kraft auf der Reise, viel Spaß, gute Erfahrungen. Die Welt ist magisch.